Und es steht der letzte Wechsel bevor. Maximilian Feist für den TV Wattenscheid 01 wechselt hier auf Marius Probst. Den Gold- und Silbermedaillengewinner vom vergangenen Wochenende. Und der legt hier ordentlich los. Dahinter im rot-weißen Dress der heimischen LG Olympia Dortmund. Das ist Henrik Lindstroth, der Zwillingsbruder des Startläufers Lennart. Aber der hat die LG Farbtex Nordschwarzwald im Nacken sitzen. Das ist Jens Mergenthaler, der in diesem Jahr neu ist im Trikot der LG Farbtex Nordschwarzwald. War auch bei der Cross-EM schon Mitglied im Mixed Relay, die nur haarscharf an der Bronzemedaille vorbeilief und damit für eine große Überraschung sorgte. Und der macht's jetzt taktisch, wollte ich in diesem Moment sagen, macht er's doch nicht. Er macht's schnell, er geht vorbei an Henrik Lindstroth in diesem Moment. Vorneweg ein einsames Rennen nach wie vor. Marius Probst im blauen Trikot des TV Wattenscheid. Und jetzt gefolgt von Jens Mergenthaler. Und Henrik Lindstroth muss sich da jetzt geschlagen geben. Auch Christoph Kessler, dem Athleten der LG Region Karlsruhe, der das Ganze hier beenden soll. Perspektivkaderathlet über die 1500 Meter und deutsche Vizemeister über die 1500. Dem hat auch Henrik Lindstroth da wenig entgegenzusetzen. Aber absolut dominant von vorne weg. Der TV Wattenscheid mittlerweile mit über 50 Metern Vorsprung vor der LG Farbtex Nordschwarzwald in Form von Jens Mergenthaler. Und da hören Sie schon im Hintergrund, das ist die Glocke für die Schlussläufer. Marius Probst auf den letzten 200 Meter, guckt sich da schon um, kann das Ganze hier locker nach Hause laufen. Das heißt, nach Silber über die 3000 Meter, Gold über die 800 Meter im vergangenen Wochenende. Nun auch noch Gold mit der 3x1000 Meter Staffel für den TV Wattenscheid. Herzlichen Glückwunsch an Maximilian Feist, Konstantin Feist und Marius Probst.